Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer. Mein Name ist Atinia Andrischczak. Ich befinde mich gerade hier auf dem Königsplatz in München, denn wir nehmen am 3. Münchner Marsch fürs Leben teil und fragen die Teilnehmer, warum sie heute hier sind. Ich bin hier beim Marsch für das Leben, weil mein Leben mir unglaublich wichtig ist und diese Chance möchte ich jedem weiteren geben. Ja, ich bin heute dabei, um ein Zeichen zu setzen für den Schutz des ungeborenen Lebens, für die Heiligkeit und die Würde, die unantastbare Würde des menschlichen Lebens. Da müssen wir die Fahne hochhalten. Ich habe das einige Male schon in Berlin gemacht, beim Marsch fürs Leben im September. Und jetzt heute ist es zum ersten Mal gelungen, auch hier in München dabei zu sein, was mich sehr freut. Also ich bin hier beim Münchner Marsch fürs Leben, um für die Ungeborenen eine Stimme zu sein. Und ich gehe auf die Straße, denn das Leben ist wunderschön und jeder Geburtstag ist ein Geschenk. Also ich freue mich heute sehr, in München zu sein und beim 3. Marsch für das Leben, Münchner Marsch für das Leben, teilnehmen zu dürfen. Es war eine super Stimmung, sehr viele junge Leute, viel mehr als letztes Jahr. Ich glaube, es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass jetzt in anderen Städten Märsche stattfinden und dass wir doch mit unseren Ideen durchdringen. Und es war mir echt eine Freude, auch eine Ehre, hier teilnehmen zu dürfen.